wunderschönen Abend und schön, dass ihr alle da seid und gekommen seid. Ich freue mich sehr. Es ist heute zum zweiten städtebaulichen Pilotfilm in diesem Semester. Wir sind ein bisschen später, das heißt, wir haben jetzt am Ende sozusagen quasi zwei Veranstaltungen kurz nacheinander. Eine diese Woche und die nächste schon nächste Woche. Aber vielleicht dachte ich, ist das ja auch ganz schön, dann sind die Themen nicht so lange her wie beim letzten Mal vielleicht. Und wie ihr, glaube ich, und Sie alle wissen, es geht uns um den öffentlichen Raum. Wir haben das genannt, Being Public, Going Public. Und es geht ein bisschen so darum, vielleicht auch aus raumplanerischer Sicht oder für uns als Raumplaner und Städtebauer, mal einen Blick auf den Begriff des Öffentlichen, der öffentlichen Räume und der Öffentlichkeit zu werfen. Und dafür haben wir ganz unterschiedliche Menschen eingeladen, viele hier auch aus der Region, die hier tätig sind und Institutionen vertreten. Und letztes Mal zum Beispiel hatten wir ja tatsächlich die Kuratoren von der Documenta dabei. Wir hatten aber auch die Baukultur NRW und ich glaube, da hatten wir das Museum Volkwang, wo wir, glaube ich, schon sehr unterschiedliche Perspektiven gesehen haben und wo zum Beispiel ein Zutritt war, dass man das Private eigentlich zum Öffentlichen erklärt, wenn man so in einem, wenn man aus Indonesien kommt und sozusagen unter so einer Regierung lebt, wo man sozusagen im öffentlichen Raum gar nicht öffentlich handeln kann. Das war so wie so eine Umkehrung des Öffentlichen in den privaten Raum. Und heute wollen wir uns mal, haben das genannt, sozusagen ein bisschen auf die Intervention in der Region schauen, Public Interventions, Intervention in der Region, weil wir die Urbane Kunstruhe mit Britta Peters einmal eingeladen haben und weil wir Nina Frenzel eingeladen haben, sie ist RVR-Beigeordnete und aber auch Geschäftsführerin der IGA 2027. Und beide sind ja sozusagen damit in der ganzen Region Ruhrgebiet tätig und meines Erachtens nach auch sehr stark am öffentlichen Raum beteiligt, daran wie er aussieht, daran wie er gelesen wird, daran wie er vielleicht auch erlebt wird. Und darauf wollen wir heute mal einen Blick werfen. Genau, was ihr seht hier noch als Dritten eingeladen war Sebastian Schlecht, Architekt, Gründer der Lala Ruhr, der ersten Biennale der Landschaft, die dieses Jahr das erste Mal stattfindet. Kann ich einen kleinen Werbeblock einschließen, da gibt es eine tolle Hochschulwoche im September. Wer da teilnehmen möchte, kann das im Rahmen von der Hochschule bei uns tun. Da gibt es, glaube ich, fröhliche Poster, also wer möchte, ist, glaube ich, sehr zu empfehlen, bei der ersten Biennale der Landschaft dabei gewesen zu sein. Sebastian Schlecht selber ist aber heute bei uns nicht dabei, denn ihn hat das Coronavirus jetzt nun doch auch erwischt. Das heißt, er entschuldigt sich und ist sehr traurig. Aber ich denke, dass wir mit Britta Peters und Nina Frenzel heute Abend auch zwei sehr tolle Vortragende haben und dann müssen wir quasi auf den Kommentar verzichten und können dafür früher in die Diskussion steigen. So viel vielleicht einfach vorab. Wir fangen an. Achso, ich wollte noch eine Kleinigkeit natürlich sagen. Damit hatten wir letztes Mal angefangen. Ne? Also sozusagen eine Definition von Marcel Hennaff, öffentlich heißt sozusagen für alle offen, allen bekannt und von allen anerkannt. Und heute wollte ich daran einmal anschließen. Diesen Text haben Sie auch jetzt für die, die in der Lehrveranstaltung teilnehmen, auch hochgeladen bekommen. Und zwar ein Zitat nochmal von Katrin Wildhahn und Hilke Berger. Ohne Öffentlichkeit kein öffentlicher Raum. Aber wer diese Öffentlichkeit wie herstellt, ist dabei Verhandlungssache. Und das ist ja vielleicht eine Frage, der wir uns heute auch ein bisschen widmen werden. Genau, und ich darf jetzt als erstes Nina Frenzel vorstellen. Sie ist seit 2017 RVR-Beigeordnete für den Bereich Umwelt und grüne Infrastruktur. Und genau, Sie kommen aus Hamburg, haben in Göttingen und in Hamburg Rechtswissenschaften studiert und auch Ihr zweites juristisches Staatssemester mit dem Schwerpunkt Staat und Verwaltung abgelegt, waren dann erstmal einige Zeit in Schwerin tätig, als Rechtsanwältin für Wirtschaftsrecht, aber auch als Referentin im Landtag von Schwerin und als persönliche Referentin und stellvertretende Pressesprecherin im Ministerium für Familie, Gesundheit und Soziales in Schwerin. Und dann sind Sie 2008 hier in die Ecke gewechselt, sage ich mal, als Referatsleiterin im Dezernat Bildung, Soziales, Jugend, Gesundheit, Kultur und Sport der Stadt Mülheim und waren dann dort auch Beigeordnete für Recht, Ordnung, Kultur, Entsorgung und Grünflächenunterhaltung. Und damit sind wir ja schon auch beim Grün und Freiraum und dem öffentlichen Raum. Und ich darf jetzt an Frau Frenzel Sie direkt übergeben für den ersten Teil. Richtig.
Knopf finden. Wo ist denn der? Bin ich hier irgendwo? Ach, ich ja. Wir machen hier Bildschirmpräsentation. Dann kann ich das immer. Jetzt. Oder jetzt ist hier. Super, und hier kann ich auch immer einfach so alles klar werden. Alles klar. Ja, guten Abend, guten Tag. Nina Frenze, mein Name. Ich bin ja eben schon vorgestellt worden. Wie gesagt, der Regionalverband Ruhr, vielleicht einen Satz dazu. Ich bin mir immer gar nicht so ganz sicher, ob alle den kennen, in Anführungsstrichen. Wir sind ein Zusammenschluss oder beziehungsweise wir maßen uns an, eigentlich bei bestimmten Projekten auch die Klammer für das Ruhrgebiet und für diese Region sein zu wollen, haben ein paar staatliche Aufgaben, wie zum Beispiel die Regionalplanung. Und das ist ja für Sie sicherlich auch als Planer ein wichtiges Instrument, weil aus dieser Regionalplanung dann ja auch die daraus hierarchisch sozusagen abgeleiteten anderen Planungsinstrumente wie die anderen Fachplanungen dann der Kommunen auch abgeleitet werden. Also das ist eine gesetzliche Aufgabe, die wir haben. Ich selber allerdings vertrete einen Bereich, der weniger von gesetzlichen Aufgaben an sich geprägt ist, sondern eben insbesondere das Thema Freiraumgestaltung, Freiraumplanung, Klimaschutz. Im Moment gerade haben wir auch eine große Biodiversitätsstrategie für das ganze Ruhrgebiet entwickelt. Das sind so die Themen, die in meinem Bereich entwickelt werden. Ist ja eben gerade gesagt worden, ich bin Juristin von Haus aus, nun aber schon seit 2017 mit diesen sehr grünen Themen befasst und glaube ich mittlerweile auch einigermaßen zu Hause. Und musste für mich aber, deswegen finde ich das ganz spannend, auch den Austausch heute Abend, weil ich eben selber nicht Planerin bin, auch dieses Planerische mir erstmal ein bisschen aneignen und verstehen. Von den rechtlichen Facetten sind für mich natürlich einfacher zu verstehen, aber alles andere muss ich mir auch erarbeiten. Und ein Nebenjob von mir, in Anführungsstrichen, das mache ich auch wirklich nebenamtlich, ist die Geschäftsführung der Internationalen Gartenausstellung 2027. Und da gibt es natürlich aber auch noch einen hauptamtlichen Geschäftsführer, keine Sorge, denn das Projekt ist groß und hat auch ein großes Budget. Und insofern stelle ich das jetzt heute hier quasi in meiner Funktion für den Regionalverband Ruhr als Beigeordnete für grüne Infrastruktur, weil es eben auch unser größtes grüne Infrastrukturprojekt ist in der Region, und als nebenamtliche Geschäftsführerin der IGA vor. Ich fange einfach mal an. Was ist das überhaupt oder was diese internationale Gartenausstellung? Ich weiß nicht, wer von Ihnen, wen so diese Gartenschau-Themen bekannt sind. Wir haben auch einer war, die letzte war 2017, genau, in Berlin, denn sie findet alle 10 Jahre statt. Und wir sehen die internationale Gartenausstellung hier eben in der Region eigentlich auch in so einer Tradition der großen Dekadenprojekte. Die IBA Emscher Park ist ja eine große Bauausstellung gewesen hier im Ruhrgebiet, die ganz viel eigentlich gemacht hat oder die sehr stark auf das Thema, wie gehen wir eigentlich mit den durch die Industrie verursachten, durch die Schwerindustrie verursachten Verletzungen dieser Landschaft um, wie können wir die was können wir damit machen, wie können wir das heilen, was kann man auch an landschaftsbaulichen Dingen daraus machen. Das war die IBA Emscher Park, wodurch auch zum Beispiel der Emscher Landschaftspark entstanden ist, große Zonen der Naherholung, aber auch andere große Projekte und auch die ersten Industriedenkmäler quasi, unter Schutz gestellt worden. Und dann, und jetzt mal schließt sich der Bogen, in der Kulturhauptstadt 2010 sind eigentlich diese Industriedenkmäler im Verbandsgebiet des Regionalverbandes, also im Ruhrgebiet, dann mit Kultur bespielt worden. Und dann hat man diese Scheinwerfer quasi auf diese Industriedenkmäler gesetzt und gesagt, wir zeigen die Großartigkeit auch dieser Region und bespielen das mit Kultur. Und die IGA, die Internationale Gartenausstellung, wie ich finde, denkt das Ganze eigentlich weiter und möchte gerne diese Region dann eigentlich in eine Zukunft transformieren, die eben ja nicht mehr von der Schwerindustrie lebt, aber trotzdem noch eine Industrieregion ist und sich vor allem eines bewusst macht, nämlich mit diesem großen Pfund der Naturräume des Freiraums, die wir ja hier im Verbandsgebiet, also im Ruhrgebiet haben, arbeitet und die auch qualifiziert und neue Qualitäten da reinbringt. Denn
ich weiß nicht, es ist ja eben angeklungen, ich selbst komme aus Hamburg und es ist eben ganz und gar erstaunlich, aber für die Hamburger und Bayern, die noch nicht hier waren, tatsächlich auch immer noch nicht ganz so bekannt, dass wir eine unfassbar grüne Region sind mit ganz, ganz großartigen Freiräumen. Und gerade diese Zwischenräume, also man muss es sich immer wieder vergegenwärtigen. Ich weiß nicht, wie weit das auch hier bei Ihnen als Planern so bekannt ist, weil es ja sehr stark in diese Landschaftsplanung reingeht. Also wir haben im Ruhrgebiet tatsächlich 75% Freiraum. Also 75% unserer ganzen Fläche im Ruhrgebiet sind Freiraum. Und im Ballungskern sind es immer noch 53% Freiraum. Und das ist genau das Fund, mit dem wir jetzt eigentlich wuchern wollen, natürlich auch wuchern wollen während der Internationalen Gartenausstellung 2027 mit diesen Räumen, die uns Menschen hier eigentlich, also die Städte und auch die Menschen in den Städten eigentlich miteinander verbindet. Ja, insofern, die IGA die Nationale Gartenausstellung soll ein regionales Großprojekt werden. Sie soll als Motor der Stadt, der Tourismus und der Freiraumentwicklung dienen, aber eben auch genau das, was ich gerade gesagt habe, auch nochmal ein Bild dieser Region nach draußen in die ganze Republik und auch darüber hinaus transportieren. Wie stellen wir uns diesen Transformationsprozess hier eigentlich vor? Jetzt gehe ich da kurz drauf ein, wie das Projekt aufgebaut ist. Wir haben das Projekt in drei Ebenen geteilt: Mein Garten, unsere Gärten und die Zukunftsgärten. Auf das Thema Mein Garten gehe ich heute ganz am Ende ein, weil ich finde, das macht auch ganz gut dann die Diskussion auf und passt vielleicht auch ganz gut dazu, was Britta Peters noch mal ein bisschen sagt und auch zu dem Thema Intervention im öffentlichen Raum. Denn wir stehen bei dieser Ebene auch noch sehr am Anfang. Da geht es um das Thema Partizipation. Wie wächst eigentlich, was hat mein Quartier quasi mit dem neuen IGA-Garten, der da entsteht, eigentlich zu tun? Wie können wir das partizipativ entwickeln? Und solche Dinge sind wir noch total am Anfang, sage ich ganz offen. Denn für uns war erstmal wichtig, die anderen beiden Ebenen, die große planerische Prozesse natürlich auch hier haben, sozusagen erstmal voranzutreiben, weil da natürlich dann auch die Fördermittel dranhängen und wir irgendwann natürlich auch anfangen müssen zu bauen. Und das ist dann, auch wenn es 27 heißt, eigentlich schon übermorgen. Die Zukunftsgärten, wie gesagt, sind 5 Stück in der ganzen Region. Ich sage auch gleich, wo die sind, das kommt gleich noch. Und dann gibt es noch die Ebene unsere Gärten. Das sind tatsächlich, da kann die ganze Region mitmachen mit eher kleineren Projekten. Das sind dann Stadtteilparks oder andere Projekte innerhalb der Stadt oder außerhalb der Stadt, die auch häufig sind historische Parks oder Gärten, die nochmal aufgewertet werden sollen oder wo die Städte eigene Ideen haben, die sie in die IGA, in die Internationale Gartenausstellung mit einbringen wollen. Ja, das sind so die großen Überschriften der Internationalen Gartenausstellung. Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten natürlich auch. Das heißt, wir verstehen uns nicht wie so eine Blümchenschau, wie man das vielleicht so kennt. Da geht man dann hin und dann guckt man sich die neue Tulpe an oder die neue Rose, sondern wir verstehen das wirklich als ein großes regionales Stadtentwicklungs- und Landschaftsentwicklungsprojekt, was eben auf all diese Themen, die jetzt hier auch nochmal genannt sind, einzahlt. Ja, imagewandelnde Transformation. Ich habe das ja jetzt schon gerade die ganze Zeit erläutert, dass das unser großes Thema ist. Und es ist eben auch deswegen auch in meinem Bereich beim Regionalverband so entwickelt worden, als sozusagen das größte Projekt grüner Infrastrukturentwicklung in der Region. Und es passt sehr gut, weil, wie gesagt, wir sind sowieso dabei, auf unseren Flächen viel Ausbau grüner Infrastruktur zu machen. Das sind die Revierparks, 5 Stück hier in der Region, wo wir auch gerade in diesem Jahr ganz mit 30 Millionen quasi die alten Revierparks, die jetzt so 50, 60 Jahre alt geworden sind, revitalisieren. Und vielleicht kennt der eine oder andere auch einen der Revierparks. Sie sind in den 70er Jahren gebaut worden und dienten damals eigentlich schon, und das ist ganz spannend, öffentlicher Raum, das soll ja das Thema auch heute sein oder ist das Thema Ihres Kolloquiums, als Begegnungsorte natürlich der Menschen, der hart arbeitenden Menschen, des Kumpels mit seiner Familie, umsonst und draußen hat man sich da getroffen und die Nutzungsansprüche an solche öffentlichen Räume haben sich natürlich in der Zeit auch gewandelt und wir haben als Regionalverband nur auch in Werkstattprozessen
mit den Kommunen, wo die Revierparks liegen, und den Leuten erarbeitet, wie wollt ihr und wie stellt ihr euch eigentlich solche Revierparks vor. Ist auch ein großes Projekt von uns, nicht die IGA, aber die Revierparks, wo wir neu öffentlichen Raum, grünen öffentlichen Raum, halt neu denken und jetzt eben mit Landesmitteln insgesamt 30 Millionen gerade zu solchen neuen Räumen umbauen. Da spielt das Thema natürlich Biodiversität eine große Rolle. Früher haben wir alles kurz abrasiert, die Rasen. Heute sozusagen hat man offene Blühlandschaften. All das spielt dabei eine große Rolle. Die Haldenlandschaften, will ich auch kurz drauf eingehen, ist sicherlich ja auch hier gut bekannt, dass wir, ich kannte das als Hamburgerin nicht, also ich bin hierher gekommen und dachte, was sind das für komische Hügel hier? Was ist das? Ist das eine besondere Landschaft? Oder, aber nein, es ist eher der Abraum aus dem Steinkohlebergbau, der eben jetzt hier oft auch schon so begrünt ist, dass man ihn wirklich als Hügel wahrnimmt. Ja? Und die sind aber natürlich Altlasten behaftet, diese Hügel. Und mittlerweile hat sich die Bevölkerung den einfach genommen, also sozusagen per Selbstermächtigung den genommen, indem da spazieren gegangen wird oder Mountainbike gefahren oder was auch immer. Die sind aber tatsächlich fast alle in unserem Eigentum. Wir haben die also als Träger der öffentlichen Daseinsvorsorge auch immer mal in unser Eigentum übernommen, als Regionalverband Ruhr, und entwickeln die jetzt eben auch entsprechend der Bedürfnisse und dessen, was so die Bevölkerung quasi gerne machen möchte, da in diese Richtung. Aber was wir eben auch tun, ist uns zu fragen, wofür sind die noch, können die noch gut dienen? Das ist das Thema erneuerbare Energien. Das passiert auch auf diesen Halden. Jetzt in Zukunft verstärkt mit Photovoltaik und Windkraft. Biodiversität spielt eine große Rolle. Ja, der Radwegebau, da sind wir eben auch unterwegs. Und das Thema Industrienatur habe ich eben auch schon mal angesprochen. Also viele von unseren alten, industriell vorgeprägten Flächen sind natürlich Horte der Biodiversität. Und insofern, all das sozusagen passt eigentlich gut, um inszeniert zu werden im Rahmen einer internationalen Gartenausstellung. Deswegen passt das insgesamt sehr gut hier in unsere Region und in die Zeit. Und dass der Seeadler zurück ist, ist auch eine schöne Sache, aber das will ich nicht weiter vertiefen. Den gibt es tatsächlich im Ruhrgebiet mittlerweile auch auf unseren Flächen. So, jetzt aber wieder zur IGA, zu den Zukunftsgärten. Hier sieht man, wo sie sind, 5 Stück an der Zahl, in Duisburg, Gelsenkirchen, Dortmund und Bergkamen-Lünen und einen am Wasserkreuz Kastrop-Rauxel-Recklinghausen. Gehe da jetzt erstmal gar nicht weiter drauf ein, mach mal weiter. Dann haben wir noch die Ebene Unsere Gärten, habe ich schon gesprochen. Das sind eher so touristische Projekte oder beziehungsweise Projekte von Kommunen, die denen wichtig sind, wo eben bestimmte Orte nochmal inszeniert werden. Und trotzdem müssen sie uns immer nachweisen, inwieweit das eben einen innovativen Charakter hat, damit wir das dann auch über Landesmittel fördern können. Zu den Förderungen sage ich auch gleich nochmal was und zu dem Budget. Ja, hier sieht man nochmal ein paar Projektbeispiele zu der Ebene Unsere Gärten. Also das, was jetzt nicht eintrittspflichtig ist, das ist die Ebene Unsere Gärten. Da gibt es einen Qualifizierungsprozess und. Ich glaube, das interessiert Sie alles nicht ganz so sehr, deswegen gehe ich da jetzt auch drüber hinweg. Hier sieht man nochmal, wie sehr die ganze Region einbezogen ist über diese Ebene Unsere Gärten, wo überall Projekte dann sind. Aber das muss einem klar sein, das sind nicht die Orte, die jetzt in 27 eintrittspflichtig besucht werden. Das sind nur die Zukunftsgärten in den großen Städten, die ich eben genannt habe, Duisburg, Dortmund, Gelsenkirchen. So, und das, was wir auch noch machen, ist natürlich uns um das Thema Mobilität ein Stück weit auch mitzukümmern. Und da haben wir uns überlegt, dass wir alle Zukunftsgärten mit einem Radweg verbinden wollen. Der ist in Teilen auch schon da. Und hier sieht man den dann nochmal. Das wird der IGA-Radweg, also quasi so ein Teil ist das auch. Ein Teil davon ist auch schon der Radschnellweg RS1, aber es gibt eben Lücken da und die wollen wir schließen bis 27 und dann einen großen Radweg durch die ganze Region von Ost nach West darstellen können. Ja, Investitionen, ich habe es eben gerade gesagt, jetzt sieht man hier schon mal die Ergebnisse aus den landschaftsarchitektonischen Wettbewerben für die Zukunftsstandorte. Gehe ich jetzt auch so ein bisschen weiter drüber hinweg, kann ich gerne auf Fragen nochmal antworten, was wir da eigentlich machen an den Städten, an den Standorten. Dortmund, vielleicht kurz, weil das ja wichtig ist hier, ist eben an der Pokerei Hansa, wird der IGA-Garten, wer die Pokerei Hansa kennt, sieht das nach hinten raus quasi, gibt es ein Landschaftsbauwerk, kann man es hier irgendwie zeigen, ja, da,
So, das ist ja hier die Kokerei und hier nach hinten raus, oh Gott, ich bin total Schlechterin da, das ist jetzt im Prinzip ein Landschaftsbauwerk und das hört sich dann immer so nett und zart an, Landschaftsbauwerk, als hätte man das irgendwie so kunstartig dahingesetzt und das hätte man sich genauso überlegt. Nein, das sind tatsächlich natürlich auch Altlasten gewesen, die da, ich sag das mal so flapsig, verklappt worden sind und dann landschaftlich schön gestaltet zwar, das hat man dann gemacht, oder beziehungsweise Rasen drüber gelegt, sodass das irgendwie ein begrünter Hügel ist, aber auch damit gehen wir jetzt eben im Rahmen des neuen IGA-Parks um und da entstehen eben oben ein großer Wolkenspielplatz unter anderem. Dann gibt es ein großes Thema dieses Parks, dass man verknüpft die Kokerei Hansa. Man sieht es hier über, mit einer Brücke, hier sieht man sie links einmal im Schnitt und dort sieht man sie, wie sie über die Gleise darüber gehen, zum Deusenberg. Der Deusenberg ist ja oben schon jetzt mit Photovoltaikanlagen sozusagen. Die sind da installiert, man wird dann um den Deusenberg umgehen können und so wird der Deusenberg zusammen mit der Kokerei Hansa um diesen ganz neu entstehenden Park hinten um dieses Landschaftsbauwerk herum ein großer, neuer, öffentlicher Raum, den man dann ja auch nach der eintrittspflichtigen 6 Monaten in 27 dann auch betreten kann und der für das Quartier Uckade zum Beispiel, was ja nicht eher ein sozial schwächeres Quartier oder sozial benachteiligtes Quartier. Das soll halt auch zusammenwachsen und an dem Punkt wird es spannend und da sollten wir dann nachher nochmal drüber sprechen, was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, da auch nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen, vielleicht sogar studentische Projekte dafür zu nutzen, für solche Entwicklungsideen, wie kommt Stadtteil mit IGA-Garten noch stärker in den Dialog. So, das ist jetzt Duisburg, da stehen immer die Preisträger dran, ne? Wer hat quasi den Zuschlag bekommen für die weitere Planung. Hier ist die Idee, wie gesagt, als alte Hamburgerin bin ich immer Fan davon, wenn man irgendwie an der Elbe in Anführungsstrichen sitzen kann und auf die großen Schiffe gucken und das wäre jetzt die Idee für Duisburg am Rhein, auf die großen Schiffe zu gucken, also die Öffnung von Duisburg zum Rhein hin, in Hochfeld. Das setzt auf den Planungen des Rheinparks und inszeniert den Rheinpark ein Stück weit zum Rhein hin. Und ja, genau, gehe ich jetzt auch nicht weiter darauf ein. Gelsenkirchen setzt auf dem Gelände der Duga, ich glaube es war 97 oder irgendwie sowas, mit dem Dreh 96, der Bundesgartenschaugelände, Nordsternpark, ist auf der Emscherinsel an sich schon ein sehr spezieller Ort, weil er total industriell rundherum geprägt ist. Eigentlich so ein, man würde vielleicht sagen, wenn er eben jetzt, wenn es nicht der Nordsternpark wäre, dann hätte man vorher gesagt, es ist ein Unort, ja, auf der einen Seite die Emscher, auf der anderen Seite der Rhein-Herne-Kanal. Ganz, also wie ich finde, total spannender Ort dadurch auch. Natürlich dann eben, und dann eben auch da wieder die Frage, wie sind die Nachnutzungen? Jetzt ist es ja schon ein sehr gut genutzter Park und der wird eben im Prinzip jetzt zur internationalen Gartenausstellung eben auch nochmal nicht nur revitalisiert, sondern mit neuen Nutzungen belegt, unter anderem aus so einer Mobilitätsachse. Das kommt nachher noch, wo wir vielleicht auch neue Mobilitätsformen zeigen können. Berghahn und Lünen ist im Prinzip ein IGA-Standort zusammen. Da gehe ich jetzt auch nicht länger drauf an, obwohl er auch sehr interessant ist, weil er hier tatsächlich mit einer Halde, also auch mit so einer Abraumhalde umgeht und hier wirklich eine Bergwelt geschaffen wird, wo auch auf dem Gelände dann tatsächlich sowohl Mountainbiken als auch Klettern, also das Ganze steht voll im Fokus von so einer Bergwelt, sehr stark touristisch auch ausgelegt. Und Lünen dann wiederum ist eher so ein Entspannungsthema, an die Architekten sich da überlegt. Das will ich aber jetzt auch nicht weiter groß ausführen. Und über Emscherland würde ich jetzt auch erstmal weiter weggehen. Hier spielt die Emscher natürlich eine große Rolle. Da ist ein großer Radweg, der sich an der Emscher entlang schlängelt, in Anführungsstrichen, und dann am Natur- und Wassererlebnispark eben in Castrop-Rauxel, dort oben an diesem Wasserkreuz endet. Und der ist auch schon im Bau und ist ein Projekt, was vorrangig vor allem auch aus Mitteln der grünen Infrastruktur finanziert wird und über die Emscher-Genossenschaft umgesetzt wird. Die anderen Dinge werden, so genau, das sage ich gleich weiter. Hier jetzt nochmal einmal kurz aufgefächert, welche stadtplanerischen Themen finden sich beim IGA-Gelände immer wieder. Und da will ich jetzt gar nicht jeden einzeln durchgehen, Sie sehen das ja auch nochmal.
Welche Themen sind da quasi in den Städten jeweils aufgegriffen worden? Ja, das ist vielleicht nochmal eben wichtig, das wollte ich nochmal sagen, zur Finanzierung der IGA. Wir haben eine Durchführungsgesellschaft gegründet, das Ding, wo ich eben nebenamtliche Geschäftsführerin bin. Und die hat einen Durchführungshaushalt von roundabout ungefähr 82 Millionen. Die dienen dazu, dass wir eben in dem Jahr 27 dann auch da 6 Monate lang die Flächen bespielen. Die dienen dazu, dass wir jetzt quasi alle regionalen Abstimmungsprozesse mit den Städten dazu sozusagen führen. Die dienen dazu, dass wir auch auf den Flächen natürlich temporäre Bauten haben, wie man das eben von solchen großen Veranstaltungen kennt, und dass wir auch ein bestimmtes Programm an Kultur dort zeigen können. Die investiven Mittel allerdings, also sprich alles, was in die, was bleibt und was gebaut wird, wird über Städtebaumittel, vorrangig über Städtebaumittel abgebildet und über Mittel der grünen Infrastruktur und über Tourismusmittel, alles aus bestehenden Fördermitteln des Landes, und kommt ungefähr so bei roundabout 170 Millionen. Dazu kommt dann eben die 80 Millionen aus unserem Durchführungshaushalt, und das haben wir uns mal von der Uni sozusagen berechnen lassen, was das für einen wirtschaftlichen Impuls gibt. Und man kommt dann eben mit den direkten Tourismusausgaben der Besucher plus das, was in den Investiv und von uns konsumtiv da reinläuft, auf allein direkt einen Nachfrageimpuls von 443 Millionen. Das führt eben dann so, rechnet man das zu einem zusätzlichen Produktionswert von nochmal 400 Millionen in der Region. Da sieht man halt, das ist schon ein Dekadenprojekt etwas größerer Natur. Ja, das habe ich eben schon gesagt. Natürlich, also großer öffentlicher Invest und dann auch ein großer privater Invest, der dadurch ausgelöst wird. Es ist ein Jobmotor. Wir haben natürlich dann auch Arbeitsplätze, die dadurch entstehen. Und es ist eben sowohl ein dauerhaftiger und nachhaltiger Impuls auch für die weichen Standortfaktoren in der Region. Das sind so die Themen, mit denen wir uns, Innovationsthemen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Urban Farming, Aquaponik. Die Urbanisten hier in Dortmund sind ja auch zum Beispiel mit Aquaponik viel unterwegs oder haben da ganz gute Ideen entwickelt. Und mit genau den Kollegen und Kollegen, die so außerhalb, sage ich mal, der klassischen Planerszene jetzt in den Rathäusern sitzen, vernetzen wir uns auch. Und deswegen ist es schade, dass Sebastian Schlecht heute nicht da ist, weil er wirklich ein tolles Netzwerk da mit Lala Ruhr aufgebaut hat, und wir kooperieren mit Lala Ruhr und sind eben auch bei der großen, beim Festival der Biennale der Landschaft im Herbst mit dabei, die internationale Gartenausstellung, und arbeiten da sehr, sehr eng zusammen und fördern Lala Ruhr auch als Regionalverband Ruhr, weil wir es eben wichtig finden, dass nicht immer nur die Perspektiven der Stadtbaudezernenten oder auch unserer Kolleginnen und Kollegen im Haus auf dieses Thema kommen, sondern dass wir auch quasi das, was an Vereinen, Verbänden und an anderen Initiativen an diesem Projekt mitdenken will, und da spielen all diese Themen hier eine große Rolle, die hier stehen, mitgenommen werden. Ja, hier sieht man jetzt nochmal zum Thema Mobilität, das wollte ich noch ein bisschen vertiefen, nur kurz was zu sagen, da machen wir uns also verstärkt Gedanken drum. Natürlich können wir nicht dieses Verkehrsdilemma des Ruhrgebiets lösen, mit der internationalen Gartenausstellung, aber wir wollen wenigstens in Anführungsstrichen auf unseren Flächen Dinge zeigen und sind da eben auch mit verschiedenen Partnern in der Entwicklung und in der Diskussion, was wir auf unseren Flächen dann an natürlich klimaneutraler Mobilität zeigen können. Wassermobilität spielt auch ein Thema, spielt auch eine Rolle. Da haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich auch noch ein IGA-Wassertaxi hinkriegen wollen. Ich gebe zu, dass auch das sozusagen immer unter dem Vorbehalt steht, dass wir es finanziert kriegen und dass wir viele Partner haben, also vor allem die Partner haben, die mitfinanzieren. Aber noch haben wir diesen Wunsch nicht aufgegeben. Ja, das ist wieder das Wassertaxi hier. Hier haben wir mal die IGA-Flugtaxis, finden wir auch eine ganz spannende Idee, quasi sowas mal zeigen zu können. So Drohnengeschichten sind wir auch dabei, hier mit möglichen Kooperationspartnern und Kooperationspartnern jetzt schon zu sprechen. Ja, jetzt komme ich zu der eigentlich wirklich spannenden Ebene, glaube ich, auch nochmal für Sie, oder vielleicht auch für die anschließende Diskussion, nämlich mein Garten. Bei diesem Planungsprozess, und das wird ja sicherlich auch ein großes Thema von Ihnen sein, gerade wegen der Zeitschiene, bleibt das Thema Partizipation
häufig schnell auf der Strecke. Und ich habe im Vorfeld der heutigen Veranstaltung mit Frau Professor Türbe darüber auch telefoniert und habe gesagt, ja, wir sind natürlich jetzt schon an dem Punkt, wo die großen landschaftsarchitektonischen Wettbewerbe für die Standorte gelaufen sind. Sicher haben wir auch da quasi uns vorher abgestimmt und haben auch in Dortmund zum Beispiel gab es eine Bürgerwerkstatt, aber man kann nicht sagen, dass wirklich da sozusagen, so wie man es vielleicht, ich glaube vor allem insbesondere auch bei anderen Bauprojekten noch besser machen könnte, aber auch wir hätten es wahrscheinlich noch besser machen können und da noch partizipativer miteinander arbeiten. Ich finde aber, dass das eben, der Zug ist nicht abgefahren, sondern es geht jetzt darum quasi, weil das ist ja noch eine lange Zeit bis dahin und es sind noch ganz viele Flächen auch auf der, und viele Fragen auch nicht geklärt. Was passiert eigentlich auf Flächen wie in Duisburg, die jetzt von Skatern jeden Tag genutzt werden, ohne dass sie was bezahlen müssen und in den 6 Monaten kommen sie da plötzlich nicht hin. Und wie machen wir die Flächen vielleicht auch zugänglich während dieser 6 Monate für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die sich sonst den Eintritt für die Liga nicht leisten können? Und wie erklären wir eigentlich, was passiert auf den Flächen in der Zeit, in der man nicht drauf kann, weil da die Bauarbeiten laufen? Das sind also alles Fragen, die ich spannend fände, auch nochmal mit der Studierendenschaft vielleicht in einem Projekt zu diskutieren. Genau, hier ist dieses Thema Austausch mit den Zukunftsgartenstätten zu dem Thema Nachbarschaften, Informationen der Quartiersbewohner rund um die Zukunftsgärten, Vorträge im Verein, Präsenz auf Stadtteilfesten, Platzierung von Infocontainern, dann nachher auch mit personeller Präsenz für die Baustellenphase. Das sind alles Themen, die wir gerne mitdiskutieren würden. Und deswegen schreibe ich es, ich habe es jetzt auf die letzte Folie nochmal draufgenommen. Also es geht darum, das Thema Partizipation, Intervention, Integration und Interaktion eigentlich ein Stück weit auch darum, was ist meine Fantasie von der IGA, was ist meine Fantasie vom Quartier, was kann die IGA meinem Quartier eigentlich bringen und wie kann ich mich da einbringen. Das sind so, glaube ich, ganz interessante Fragen, die es vielleicht nochmal, die es würdig sind, nochmal genauer beleuchtet zu werden. Ja, das war die internationale Gartenausstellung, so wie wir sie für 27 planen. Herzlichen Dank.